Hallo, heute wollen wir euch zeigen, wie man eine Favoritenliste bei einem Philips Google TV favorisieren kann. Also Sender kann man an sich nicht sortieren, das heißt, die Senderliste selbst kann man nicht sortieren. Allerdings kann man die Sender als Favoriten speichern und dann sortieren. Dazu geht ihr auf die Fernbedienung. Da ist eine Taste, die nennt sich List. Je nach Ausführung könnte das auch die TV-Guide-Taste sein, entweder dann lange gedrückt halten oder auf die List-Taste drücken. Jetzt kommt hier auch schon die erste Meldung, dass keine Favoritenliste erstellt wurde, ob man jetzt eine erstellen möchte. Dazu können wir natürlich gleich sagen, okay, ich erstelle sie jetzt. So, jetzt seht ihr zum Beispiel, hier habt ihr schon mal die Sender. Und wenn ich jetzt die Sender halt favorisieren möchte, kann ich sagen, okay, das ist mein Sender. Ihr habt auf der Fernbedienung eine Taste, die mit Plus abgebildet ist. Ihr drückt jetzt die Plus-Taste und der Sender wandert automatisch dann rein. Jetzt sucht man natürlich die weiteren Sender, die man haben möchte. Ich jetzt sage zum Beispiel, ich möchte Sat.1 HD noch haben. Nehme ich Sat.1 oder hier zum Beispiel Sixt oder je nachdem. Ihr könnt auch, wie ihr seht, auch hier Sky reinsetzen oder ihr könnt auch mehrere Favoritenlisten erstellen. Hier seht ihr, Favorit 1 ist jetzt hier festgelegt. Ich könnte jetzt hier auch umbenennen, sagt, das ist die normale TV-Liste oder es ist meine Sky-Liste. Oder wenn ihr sagt, ihr habt auch eine Radioliste, Fernsehliste, je nachdem, wie ihr das machen möchtet. Das war jetzt schon mal das Erste. Wenn man jetzt natürlich sagt, okay, ich möchte die Sender dann auch noch zusätzlich zusortieren, dann kann man hier, haben wir es zum Beispiel erstmal, dass wir eine Benennung machen. Jetzt bestätigen wir das. Wir haben sie jetzt einmal benannt. Jetzt seht ihr hier oben, hier haben wir auch die Favoritenliste erstmal ausgewählt. Wenn ihr jetzt in dem Modus die Plus-Taste drückt, kommt eine Option, wo man sagen kann, Sender neu anordnen, Favoritenliste nochmal bearbeiten, Senderliste kopieren. Da könnte man zum Beispiel, wenn man mehrere Fernseher hat, das dementsprechend rübersetzen auf einen anderen Fernseher. Das heißt, ihr habt zwei gleiche Fernseher und wollt die Liste noch einmal bearbeiten, dann könnt ihr das dementsprechend so machen. Ihr könnt die Favoritenliste auch löschen, umbenennen. Ich gehe jetzt hier mal auf Sender neu anordnen. Jetzt sehen wir hier die Sender, die wir ja schon ausgewählt hatten und kann sie jetzt zum Beispiel dann mit OK bestätigen und verschiebe sie auf den anderen Platz, je nachdem in welcher Reihenfolge. Das wäre die einzige Möglichkeit bei einem Philips Google TV, wie auch bei allen anderen Philips-Modellen, die es vorher gab, hat man immer nur mit Favoritenlisten gearbeitet. Man konnte nie die Bestandsliste bearbeiten. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video helfen. Wenn ihr weitere Fragen habt, stellt sie gerne in die Kommentare. Ein Hinweis für Kabelfernsehen, da könnt ihr dasselbe Prinzip machen. Ihr könnt da den Kabelnetzbetreiber wählen oder auch andere wählen bei der Installation. Das wäre auch kein Problem. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.